So, der Kampf geht weiter. Ja. So, kleines bisschen. Das ärgert mich, dass ich das nicht mehr ins letzte Video reingekriegt habe. Aber so tragisch ist das ja auch wieder nicht. Oder? Naja, man hat das meiste gesehen und das ist ja die Hauptsache. So, und schon haben wir sie besiegt. Yeah. Ja, Nuflor macht erstmal voll die Riesen auf. Wie konnten wir nur beide verlieren? Ja. Das ist der Lauf der Pokémon. Diesen Typen sind wir offenbar nicht gewachsen. Ja, das tut mir aber leid. Bevor ich es jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund vergessen sollte, heile ich mich jetzt lieber. Denn gleich kommt noch was Besonderes. So ziemlich mittig. Ist ja auch egal. Man wird sehen. Ja, heilen. Ding, ding, da, da, ding, wie ich immer mache. So, wie ihr seht, habe ich auch mal eben gespeichert. Und ja. Gleich kommt etwas sehr Wichtiges. Deshalb muss ich mal eben Besorgung machen. Der Zielort sagt euch bestimmt schon, wo, warum. Ja, Bälle kaufen. Ganz viele Bälle, obwohl mein Ersparnisse dabei draufgehen. Aber das ist ja ziemlich egal. Hey Trainer! Ja, wir haben genug Geld, um Hyperbälle zu kaufen. Ganz viele. Ich nehme immer so 20 Stück im Angriff. Sind nicht zu wenige, also auch und auch nicht zu viele, wenn man zum Beispiel wie Entei legendäres Pokémon fangen will. Der will gar nicht mehr kämpfen. Warum nicht? Wenn man legendäres Pokémon fangen will, dann will man ja schon die Chance haben, viele zu fangen. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich brauche einen Kampf. Jetzt weiß ich genau. Rematch, wie man so schön sagt. Die in Pyritos wollen immer mal kämpfen. Also. Und da ich ja nicht so der Verschwender bin, kaufe ich mir halt 20, damit halt ich nicht so oft den DS neu starten muss. Aber auch nicht zu viel Geld ausgeben. Also. Naja, hier ist es die GameCube, aber sonst. Ja. Mein Pech habe ich ja schon mal angesprochen. Kauft mir wahrscheinlich jetzt keiner ab, dass ich das habe. Weil hier ich die Krypto-Pokémon echt schnell fange. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich liegt das echt daran, dass ich aufnehme. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auf DS anders. Und so. Barty ist Level 31. Genau das wollte ich erreichen. Weil nämlich gleich was Wunderbares passiert. Psyana erreicht nicht mehr 39. Das ist schade.
mach's ja ernst. Ja, die will nur spielen. Ja genau, das wollte ich erreichen. Warte, wie entwickelt sich nicht nämlich jetzt? Eigentlich schon auf Level 30, aber ich habe das ja erst auf Level 30 bekommen. Ein wunderschönes Ampharos. Voll falsch, ist aber auch egal. Ja. Die sagt immer noch das gleiche. Außer am Anfang. Naja. Jetzt geht's zurück nach Orkus. Das liegt ja direkt unter Pyritus. Ganz weit. Ja, ganz tief unter der Erde. Nochmal heilen. Wie gesagt, jetzt passiert etwas Besonderes. Was ganz Besonderes. Ja, auch nochmal speichern. 7 Stunden 50 Spielzeit. Was die Aufnahme nicht so alles bezweckt, oder? Ja, wie schon gesagt, ist höher als normal. Weil ich die GameCube ja wirklich nebenbei laufen lasse. Teilweise. Naja, reden wir doch mal mit dem Spießgesellen hier, dem Spion. Will der nicht? Ah, doch. Ah, seht, ich bin Slam, du weißt doch, Slam, der Freund von Grant. Ich habe herausgefunden, dass die Gangster von hier aus Krypto-Pokémon nach Pyritus schmuggeln. Dann bin ich hierher gekommen und dann, naja. Aber dafür habe ich den Wachen Lassi abnehmen können. Hier, nimm es ruhig. R-Disk. Ich glaube, das ist hier in Orkus ein ziemlich wichtiges Item. Ich bedanke mich vielmals dafür und mal sehen, ob ich einen Schlüssel finde, dich zu befreien. Die R-Disk nach rechts. Ja. Hier ist nichts mehr. Egal. Und wo sind wir denn jetzt? Wir sind im Studio. Achtung, wir gehen auf Sendung. Ja, was ist denn hier los? Dreimal Sonderbonbon. Ist hier auch noch was? Nö. Anscheinend nicht. Von rechts im Profil. So sieht Madame Venus am besten aus. Hey, ihr da, ihr könnt doch nicht so einfach rumlaufen. Doch mal hier, aber. Test, Test, Mikrofon, Makrofon, Magneton, Test, Test. Ah. It's Boss Time. Hey, ihr beiden, ihr stört. Wir wollen gleich auf Sendung gehen. Aber wer seid ihr überhaupt? Moment, dieses Gesicht kenne ich doch. Du bist doch der Kerl auf der schwarzen Liste aus der Zentrale. Wie bist du hier reingekommen? Spar dir ruhig die Antwort. Ich werde dich jetzt einfach besiegen und dann kassiere ich eine riesige Prämie von Jakira. Denn it's Boss Time! Kryptoforscher Venus mit Enekero und Barnett. Ja! Ziemlich hohes Level, aber lasst euch davon nicht einschüchtern, denn die hat eigentlich nichts drauf. Der nächste Boss ist zwar etwas weiter entfernt als von Drakimir zu Venus, aber ist genau das gleiche Level eigentlich, nur bei dem ist der Schwierigkeitsgrad etwas erhöht worden. Oh, nee. Ich sag ja, Glück beim Fangen, Pech beim Besiegen. Frag sich, was besser ist. Einmal Spukball. Nee, nee, nee. Oh, Mann. Geht gar nicht.
Ja, versuchen wir es mal mit Entei. Schön Kryptoschlag. Oh, Syriomodus. Toll. Volltreffer, ja, nee, ist klar. Oh Mann. Sehr effektiv. Hurra. Ah, oh, ich hab einfach aus dem B-Teil abgenommen. Das ist blöd.